Tomaten-Hähnchen-Gulasch. Dazu benötigen wir ein halbes Kilogramm Hähnchenfleisch in Stücke geschnitten, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, Champignons, eine Tomate, Tomatencreme, Paprikapulver süß, eine halbe Zitrone und eine Packung Kochsahne, Salz und Pfeffer. Im Folgenden werden wir die Zutaten der Reihe nach zufügen. Beginnen wir mit dem Anbraten, für welches wir übrigens Olivenöl benutzen. Also, los geht's! Nach gut 20 Minuten ist das leckere Gulaschgericht auch schon fertig. Eine leicht süße Note. Und dazu empfehlen wir Nudeln. Und fertig ist das Tomaten-Hähnchen-Gulasch.